Gut. Scheinwerfer. Die Glühbirne fehlt. Alter, ich habe hier langsam so eine Rumpelkiste hier unten. Scheinwerfer können wir nicht mitnehmen, aber wir brauchen eine Glühbirne. So, da geht's, da ist der Scheinwerfer. Ansonsten, da ist eine Glocke, die wir nicht klingeln lassen können. Ich würde es schön finden, wenn man Gimmicks hätte, die sich im Bild bewegen. Ja. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Nur ein Ring mit einer bestimmten Gravur kann diesen Tresor öffnen. Was ist denn das, ein Schweinekopf? Kann das gar nicht erkennen, was das darstellen soll. So, gut, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Wie komme ich denn hier wieder raus aus dem Zimmer? Ah, natürlich, okay. Wir haben jetzt dieses komische Ding da. Nein, halt! Können wir nicht eigentlich den Rahmen von dem Spiegel hier benutzen? Warum geht das nicht? Wir brauchen doch einen Rahmen und da steht ein Rahmen rum. So, hier nehmen wir jetzt mal... Da ist die Kiste. Da tun wir mal das gute Stück hier rein. Und kriegen jetzt endlich wieder... Ach, das ist eine Glühbirne, keine Taschenlampe. Mit der Glühbirne gehen wir jetzt wieder zurück. Es ist doch einfach sagenhaft, wie man hier hin und her geschickt wird. So, die Glühbirne passt natürlich zufällig auch direkt hier rein und ist sofort an. Und leuchtet jetzt irgendwo hin. Ich kann aber nicht gucken, wohin. Hier liegt ein uralter Hamburger. Ich hab da... Alter, auf der Fensterbank, das ist so ekelhaft einfach nur, so widerlich. Wohin leuchtet denn das Ding jetzt? In die Wolfshöhle? Ach, der Spiegelrahmen. Natürlich leuchtet das Licht auf den Spiegelrahmen und das muss dann in die Wolfshöhle. Natürlich. Gar kein Problem. Ein leerer Becher. Da können wir uns bestimmt Wasser am Wasserfall holen. Das mache ich mal gerade. Aber ich mag es, dass man hier zumindest ein bisschen weiterkommt. Und nicht immer nur von einem Gegenstand zum nächsten hangelt. So, ein Schlückchen Wasser dabei. Flasche mit Wasser? Seit wann ist denn das eine Flasche geworden? Ist die jetzt erwachsen, weil da Wasser drin ist? So, Fächer haben wir. Den Handschuh haben wir. Klinge. Erde. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir jetzt einen Rahmen kriegen. Ich will dem Baby nur helfen. Es ist der Schrumpeljunge. Vergesst das nicht. Und guck mal, wie der hier aufwachsen muss. So, was soll ich hier noch machen? Erde. Ich werf den Wölfen... Was soll ich denn... Ach, das TNT habe ich ja nicht mitgenommen. Da war Dynamit. Wir wollen das Ding in die Luft sprengen. Wir haben eine Handgranate gefunden. Wir haben Dynamit gefunden. Nichts nimmt die Olle mit. Nein, sie weiß, sie will die Brücke in die Luft sprengen, aber nimmt nichts mit. Diese blöde Kuh. So, guck mal, der Wolf sieht uns nicht mehr. Es könnte aber auch ein Gehirn sein. Oder eine Elvis-Perücke. Hier so eine Nachrichtensprecher-Perücke. 19 Uhr, die Nachrichten. Wuff. Oder hier, auch passt auch bei ihm. Sieht stylisch aus. Kann man sonst noch irgendwas verwenden? Ich bin ein mysteriöser Wolf. Ah, das geht nicht so gut. Vielleicht hier ein Schlückchen trinken. Geht auch nicht. Patsch! Patsch! Popeln. Nee, das geht nicht bei denen. Schade. Vielleicht können wir ja... So einen Ohrpfropfen rausziehen, so einen Schmalzpfropfen. Bäh. Okay. Ja, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen Rahmen für den Spiegel. Und wir haben nichts dabei, was auch nur annähernd... Ich probiere einfach mal... Willkürlich in der Gegend rum, aber nichts davon gibt natürlich einen Rahmen ab. Einen Schleifstein brauchen wir auch noch. So, das leuchtet jetzt. Da brauchen wir einen Ring für den Tresor. Sonst ist hier nichts zu holen. Hier suche ich nochmal ein bisschen ab, aber ich glaube, hier haben wir auch schon alles erledigt. Bis auf den Rahmen für den Spiegel.
Hier habe ich, glaube ich, auch schon alles abgesucht. Da kommen wir nur zur Wendeltreppe. Da unten ist nix. Tja, hier sind überall Bretter. Hier könnte man formidabel Holz für einen Rahmen, aber offenbar will Madame das nicht. Hier haben wir noch... Da ist noch irgendwas drin. Ich kann es nicht erkennen. Es ist bestimmt eine Heckenschere, die wir brauchen, um die Rosen zu zerschneiden. Kann ich die vielleicht gießen, die Rosen? Natürlich nicht. Mit dem Handschuh kann ich da bestimmt... reingreifen. Glasschneider. Damit können wir jetzt den Spiegel immerhin... Ah, okay. Ich verstehe. Wir brauchen keine Rahmen. Wir haben ja einen Rahmen, sondern wir müssen lediglich... Ohne eine Vorlage kann ich den Spiegel nicht zurechtschneiden. Was? Nimm die Flasche mit Wasser. Alter, dann nimm den Spiegelrahmen ab. Blöde Brunfkuh, ey. Das gibt's doch nicht. Jemand konnte sein Spiegelbild... Ja, dann nimm das Ding mit. Ich kann diesen Gegenstand nicht verwenden. Nimm das Ding mit. Wir haben keinen Schraubenzieher, wir haben gar nichts. Ohne Vorlage, Alter. Das muss kreisrund werden. Dann klebst es da einfach mit Kaugummi rein. So, hier gibt's sonst auch nichts mehr. Ohne eine Vorlage, die alte. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Hier ist natürlich der super Mechanismus. Da sind Seile und alles und überhaupt und die kann man natürlich nicht. Da ist ein Glasschneider. Ja. Hat der vielleicht eine Vorlage hier irgendwo versteckt? Das Lied beruhigt mich so. Schleifmaschine. Hier gibt es natürlich auch keine Vorlage. Mitnehmen kann ich ja auch nichts. Ich brauche da auf jeden Fall einen Schleifstein. Wasserfall ist plötzlich auch sehr uninteressant. Das Ding da auch. Hier haben wir sonst auch nichts. Bis auf das lustige Rätselchen. Da würde ich gerne mal durchgucken, weil da irgendwie Licht reinfällt. Aber das geht natürlich nicht aus... sehr komplexen technischen Gründen. Tja, ich glaube, ich bin gleich genötigt, auf die Hilfe zu klicken. Ich weiß nämlich nicht, wo ich eine Vorlage herkriegen soll. Da ist eine Vorlage. Alles, was rund ist, wäre eine gute Vorlage, aber huch. Huch. Geh zur Wiege im Hof, nimm dort das Blatt Papier mit. Ich war doch gerade... Blatt Papier? Ach, da! Hat man super gesehen. Blatt. Aha, ein Blatt. Das hilft uns jetzt weiter. Hab ich denn zufällig... So, damit haben wir jetzt eine Vorlage. Das ist doch schon mal super. Immerhin etwas mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da siehst du mal, was ein Blatt alles ausmachen kann. So ein übersehenes vor allen Dingen. So. Da freue ich mich aber. Und jetzt können wir gleich in die Wolfshöhle rein. Oh, falsche Richtung. Warum liegt da ein Blatt beim Baby? Wollt das Baby was schreiben? Ein Abenteuerroman oder so? So. Ah, ich sehe schon, das Foto zeigt, wer hier schon mal gehaust hat. Von wegen, das Schloss gehört ihm. Ich sehe schon, was ihm gehört und wo er wirklich wohnt. Was ist das denn da? Das ist doch ein Wolf. Aber ist ja ein Fotowolf, der tut uns ja nichts. Wurzeln. Allen Übelns. Baumwurzeln haben die Nische überwuchert. Nasenkratzen.
So. Was steht da? Nice? Ach, Miss. Ich dachte zuerst Hass, aber da steht Miss. Ich wusste nicht, dass Wölfe besonders an Fotos hängen. Tja. Miss Universum oder was? So, dann gucken wir mal, was der Gray hier wieder hinterlassen hat. Ach, natürlich. Da hat er sich schön zurecht eingerichtet hier. Bisschen hübsch gemütlich gemacht. Wie damals noch in der Nasszelle, damals bei Grim Tales 1, wenn ihr noch wisst. Hm. Achso, das da nehme ich mal mit. Die 15, 7 plus 8. Mondgranatapfel. Oh, das Wölfchen. Oh, das Wölfchen. Wölfchen, Wölfchen, Wölfchen. Mondgranatapfel. Mondgranatapfel, was? Ziegel, Telefon, Schnuller. Ich erkenne ja überhaupt nichts. Hier kann man überhaupt nichts erkennen, weil das alles irgendwie nur so in der Dunkelheit gehalten ist. Ist das der Ziegel hier? Ist das ein Telefon? Ne, das ist eine Fernbedienung. Das hier sieht aus wie ein Ziegel, ist aber keiner. Johannisbeeren-Tanzapfen. Oh Mist, ich muss gerade mal husten. So, ich hoffe, das hört man jetzt wieder. Ich guck mal ganz kurz, ob die Lautstärke korrekt ist. Boah, ist so warm hier drin und ich habe auch noch einen Pulli an hier gerade. Ja, Lautstärke sieht okay aus. Ich mach mich... Oder reicht das? Das reicht bestimmt. So, Johannisbeeren, Tannenzapfen, Flachreliefschlüssel. Alter, ich sehe hier gar nichts. Da ist ein Ziegelstein. Ich sehe hier nichts, weil das so dunkel ist. Das war ein Schnuller. Das sah von hier aus wie eine Muskatnuss. Liegt wahrscheinlich an der Lampe hier. Ich habe es ein bisschen ausgeleuchtet für die Webcam. So, ich muss auch mal wieder ein bisschen rumkommen. Haken, Rohrschneider, Schildkröte. Das, der Flachreliefschüssel, das war klar. Oh, die Sonne kennen wir doch noch. Da ist die Schildkröte. Haken und Rohrschneider. Das sieht aus wie ein Haken. Das war der Rohrschneider, Johannisbeeren, Tannenzapfen. Tannenzapfen. Yo, wo sind die Johannisbeeren? Johannisbeeren. Ist das, hier liegt eine uralte Diskette rum. Alter, wie ekelhaft. Telefon. Telefon, Telefon. Das ist nicht das Telefon. Das ist ein Föhn. Ein Telefön. Hier ein Telefön. Föhn. Telefon, Telefon, Telefon. Telefon. Alter, das ist ein mieses Wimmelbild, weil man hier kaum was erkennen kann. Das habe ich überhaupt nicht als Telefon gesehen. Das war ja viel zu dunkel auf Monitor gerade. Mond und Granatapfel. Das hier ist eine Sonne. Das hier ist kein Apfel. Das hier ist kein Apfel. Weißt du, die Dinger sind grün, aber der Granatapfel ist irgendwie dunkelblau oder sowas. Vermute ich mal. Und ein Mond? Was ist das da? Nichts. Das war der Mond. Na klar war das der Mond. Natürlich. Das ist das worst Wimmelbild ever. Also von allen Wimmelbildern bei Grim Tales ist das hier bis jetzt das Schlimmste. Granatapfel Johannisbeeren. Granatapfel. Granat, 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 Granat. Vielleicht kann man mit dem Granatapfel die Brücke in die Luft sprengen. Granatapfel. Da ist ein Löffel, da ist irgendwas. Das war der Granatapfel, okay. Und jetzt, last but not least, Johannisbeeren, wobei ich da versucht bin, einen Tipp zu wählen. Weil ich sehe hier beileibe keine Johannisbeeren. Oder keine... Wie auch immer gearteten Beeren. Nicht mal was Beerenförmiges. Hier sehe ich sogar einen Skelettschädel. Aber ich sehe keine Beeren. Hm.
Beeren, 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 Beeren. Nichts geht über Beerenmarke. Johannisbeerenmarke. Beeren, 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 Spaß im Glas, la la la. Alter, ich bin voll werbegeschädigt, tut mir leid. Alter, ich finde diese scheiß Beeren nicht, weißt du was? Oh! Gut, die hätte ich sehen können, aber die habe ich wahrscheinlich konsequent übersehen, weil ich nach irgendwas Dunklem gesucht habe, gerade im Bild die ganze Zeit. Sorry! I'm sorry. So, gut gemacht. Vielleicht ist dies noch nützlich. Eigentlich ja nicht.